In dieser Folge von Punktemengen besteht die nte Menge aus n Reihen von n Punkten. Wie viele Punkte müssen in der 145. Menge hinzukommen, um die 146. Menge zu bilden? Wir nummerieren diese Punktemengen mit 1, 2, 3, 4 bis 146. Die jeweilige Anzahl Punkte beträgt 1 Quadrat, 2 Quadrat, 3 Quadrat und immer so weiter bis 146 im Quadrat. Was wir suchen, ist die Differenz von 146 im Quadrat und 145 im Quadrat. Hier wenden wir diese binomische Formel an und finden so 146 minus 145 mal 146 plus 145, also 1 mal 291, das heißt 291. Demzufolge ist die Endantwort auf die gestellte Frage 291.